Und somit herzlich willkommen zurück zu einer weiteren Folge. Wir spielen Resident Evil 2. Ja, mittlerweile die 9. Folge. Haben uns in der letzten Folge mit Thorsten Casala Legat rumgeprügelt, den wir gleich dreimal zurückweisen mussten und besiegen mussten, beziehungsweise flüchten mussten vor ihm. Ist kein Spaß, der Gute. Aber wir haben es geschafft, sind jetzt hier hinten in den Flur geflüchtet, wo wir zuvor Elliot getroffen hatten, ziemlich am Anfang. Auf jeden Fall ist das Tor auf, wir sind jetzt hier, hier waren ein paar Zombies, wir sind hier aber schnell reingelaufen, um zu speichern. Und jetzt machen wir uns auf den Weg zurück in den Zellentrakt durch die Tiefgarage, um die Schlüsselkarte zu bekommen, die der gute, wie hieß der, Ben, glaube ich, dort liegen lassen hat. Dafür brauchten wir Schaltkreise oder Tafeln, keine Ahnung, auf jeden Fall Elektroteile. Die haben wir besorgt und ja, jetzt wollen wir sie auch einlösen. Zuvor gucken wir, was nehmen wir mit. Das lassen wir hier. Ich würde sagen, wir lassen das Schießpulver groß hier. Nehmen natürlich den zweiten, das zweite Elektroteil mit. Von mir aus auch Schaltschrankteil. Gott, was für ein Name. Ja, Munition ist ganz ordentlich und dann, oh, hier hängt eine Dartscheibe, habe ich noch gar nicht gesehen. Wer hat denn hier gedartet? Zweimal Vollbull und einmal Triple 3 oder was? Ne, Metallrand. Ast rein, einfach durchgesteckt. Wo sind die Zahlen fehlen? Aber kein Problem, auch das wissen wir. Das hier ist die 20, die 1, 18, 4. Das hier müsste die 13 sein. 6, 10, 15, 2, 17, 3, 19, 7, 16, 8, 11, 14, 9, 12 und 5. So müsste das sein, glaube ich. Wenn ich mich nicht irre. Gut, dann wollen wir uns jetzt, ihr wisst, ihr seht schon, ich möchte hier ein bisschen Zeit schinden. Ich traue mich nicht. Mal wieder nicht. So. Was ist denn mit dir? Was? Ah. Er schreit uns hier voll an, der Gute. Was ist denn sein Problem? Ja, scheinbar. Scheiße, wenn ich jetzt wegknallen, kommt Thorsten wieder. Bestimmt. Und jagt uns wieder bis in den Zellentrakt. Kommen wir da durch? Der Oma-Trick, funktioniert der? Oh, oh. Oh, guck mal, der sieht aus wie Martin Kind. Nein, beruhigt euch. Wir flüchten jetzt mal ausnahmsweise. Ich möchte nicht, dass Thorsten wiederkommt und sich uns in den Weg stellt. Ärgerlicherweise. Hunde? Gibt's hier noch Hunde oder? Weil Licker sind ja auch immer wieder neu aufgetaucht. Nicht, dass das mit den Hunden genauso passiert. Wäre sehr ärgerlich. Aber scheint nicht so. Scheint alles ruhig zu sein. Einzige, was mir noch ein bisschen Sorgen macht, sind die Zellentüren. Weil da so viele hinter waren, die waren so schnell tot. Nicht, dass die da wirklich rausgesprungen kommen. War der hier eigentlich tot? Jo. Ich glaube, den hatten wir schon einmal getötet. Da war alles tot. Da geht nichts auf. Ja, hier gab's keinen mehr. Ich befürchte aber fast, dass das... Was ist das denn hier? Die sitzen schon eine Weile, ein bisschen
Was wollte ich sagen? Oh, da ist ein Dicker. Ich befürchte fast, dass die Zellentüren hier gleich aufgehen. Denn nicht umsonst sind da, glaube ich, so viele drin. Also ich kann es mir nicht anders erklären. Hier gibt es auf jeden Fall noch jede Menge schöne Dinge. So, egal, wir setzen die Teile ein. Eins. Und zwei. Und nu? Achso, jetzt müssen wir auch noch Elektriker spielen, oder wie? Drehen. Drehen. Mhm. Okay. Achso, jetzt ist der da unterbrochen. Jetzt ist der unterbrochen. Ach ja, kann sich ja nur noch um Stunden handeln hier. Achso, der muss definitiv von da kommen. Anders macht das Ganze ja keinen Sinn. Glaube ich. Aber wie? Ah, so. Okay. Und jetzt? Dem vielleicht noch? Achso. Ah. Oh, jetzt ist hier richtig der Strom ausgefallen. Und Thorsten hier wieder? Transkribiertes Interview. Achso, das haben wir gerade gehört. Mist, ja, das haben wir gerade gehört. Garagenschlüsselkarte. So, legen wir dorthin. Hier liegt noch. Oh, ein Erste-Hilfe-Spray. Was sind die her? Bens Notiz. Also hieß er doch Ben. Gut, Bens Notiz. In dieser Station wimmelt es von Monstern. Ich kann selbst hier ihre Schreie hören. Aber es sind nicht die Zombies, vor denen ich Angst habe. Codename Tyrann. Die ultimative Biowaffe, von den Mistkerlen in absoluter Geheimarbeit geschaffen. Wenn ich mir vorstelle, dass der hier herumwandert, die haben ihm wahrscheinlich befohlen, alle Zeugen auszulöschen. Okay. Ja, letztendlich wurde er dir auch zum Verhängnis, ne? Also für dich. Er hat dir den Kopf eingeklemmt. Gut, dann haben wir hier jetzt auch alles. Wir müssen jetzt zurück zu zu diesem Punkt. Kartenlesegerät. Dort werden wir jetzt hin müssen. Ach du Heilige. Nicht gut. Ja. Ziehen hier. Dann geht's hier auf. Ach du Sch... Komm schon! Ah, jawohl! Himmel! Ach du Kacke! Ah, Hilfe! Himmel, ich muss weg hier. Tyrann kommt. Hier können wir gerne kämpfen. Huch! Kasala!
wird langsam öde. Deinen Arsch retten schon zweimal. Ich wusste ja nicht, dass du mitzählst. Hör zu, das ist kein Spiel. Das glaube ich jetzt nicht. Hier unten stirbt nichts. Ich schätze, du hast die Karte? Ja, und das. Hab gehofft, du kannst mir sagen, was drauf ist. Wirklich? Wenn ich's gehört habe. Erst nichts wie raus. Himmel, was war das für eine krasse Stresssituation? Nimmt alles Zombies, der Tyrann kommt, also Thorsten. Ja, und dann eine schöne Szene wieder mit Ada. Ja, das wäre sinnvoll, ne? Und Ada musste uns schon wieder retten. Sehr gut. Sehr, sehr gut. Und wie schön dreckig wir mittlerweile sind, gefällt mir auch gut. Oh. Warte, Ada, ich muss hier noch kurz die Pflänzchen einsammeln. Ja, die Autos hier gab es im Angebot. Hier ist schon wieder so einer. Waren das die nötigen Infos? Leider nicht, nein. Ben hat nichts bekommen. Nun, wonach genau suchst du denn? Mehr Infos über die Hintermänner dieser Katastrophe. Ist das der Waffenladen? Was ist tatsächlich? Versuchst du die Welt zu retten? Ich habe Lieutenant Brenner gesagt, ich hol Hilfe. Dann viel Glück damit. Steht schon wieder so einer. Und da auch. Sehr kreativ. Das sind Kripo-Beamten oder wie? Noch einer. Was haben wir hier? Hey, hier fehlt ja die Hälfte der Stadt. Wo ist das? Ada, was machst du da? Straße fällt aus. Durch den Waffenladen da ist wohl der einzige Weg. Ja, das könnte tatsächlich der in irgendeiner Folge zuvor angedeutete Waffenladen sein, der nicht da war. Vielleicht ist er jetzt doch da. Nur halt hier in einem anderen Szenario. Muss ich jetzt Wache stehen? Achso, du bist schon auf. Okay. Hoffentlich finden wir hier jetzt schöne Pistolen. Schöne Waffen. Irgendwas, was schick ist. Da liegt schon was. Langer Lauf. W870. Achso, das können wir wahrscheinlich wieder kombinieren. Spezialzubehör für die W870. Das die Magazinkapazität auf 8 erhöht. Höhere Mündungsgeschwindigkeit und weniger Streuung sorgen für extra Kraft. Okay, kombinieren. Okay. Sieht aus wie ein Krüppel. Oh, noch eine Handgranate. Nehmen wir gerne mit. Ich glaube, das war's hier in diesem Bereich. Ey, da duckt sich, dann gehen wir mal hier weiter. Munition. Toll, das war's schon. Ich dachte, wir finden noch ein paar Dinge mehr. Nicht bewegen. Ich werde nichts tun. Ich sagte, nicht bewegen. Okay. Ich möchte nur hier durch. Ich bitte Sie jetzt, die Waffe zu sehen. Die Hölle tue ich. Sie drehen sich jetzt um und gehen so wieder aus, wie Sie gekommen sind. Oh. Ich glaube, Ihre Tochter braucht Hilfe, Sir. Sagen Sie mir nichts über meine Tochter. Weg damit. Nein! Warte! Zur Seite. Wir müssen sie eliminieren, bevor sie mutiert. Eliminieren? Das ist meine verfluchte Tochter. Ada, lass sie einfach. Emma? Süße, du solltest doch drinbleiben. Oh Gott. Ja. Oh Gott. Hier.
von hier. Okay? Oh Gott, sie beißt ihn. Die verfluchten Dinger da draußen. Das tun die uns an. Oh, jetzt beißt sie ihn. Voll in den Hals. Kopf. Sie müssen doch was wissen. Wie ist das passiert? Ha? Jetzt. Sie war unser kleiner Engel. Mami. Ach du Scheiße. Ist schon kleines. Okay. Und ich bring dich jetzt auch ins Bettchen, okay? Emma. Gehen Sie. Lassen Sie uns allein, bitte. Weißt du, ist okay, wenn du mir die Wahrheit verschweigst. Aber wieso ihm? Ich will rausfinden, was hier passiert. Und die Verantwortlichen aufhalten. Solchen Menschen zu helfen, dafür bin ich Polizist. Meine Mission besteht darin, Umbrella völlig auszuschalten. Überleben vielleicht nicht. Was auch nötig ist, die Stadt zu retten. Ich bin dabei. Ja, war, finde ich, eine sehr herzergreifende Szene. Er mit seinem Kind. Ich glaube, das ist wirklich eine... Naja, obwohl man weiß, dass es wohl keinen Sinn mehr macht, glaube ich, ist die Überwindung, das zu tun, was er jetzt scheinbar getan hat. Ja, da gehören dicke Eier zu. Naja, auf jeden Fall cool gemacht. Grafik war mega. Ja? Das Pharmaunternehmen stellt im Geheimen Biowaffen her. Ach was? Sie haben ein Virus. Es verwandelt Menschen in unzerstörbare Monster. Das erklärt die furchtbaren Dinge hier. Ist kaum aufgefallen. Das ist, Weiß nicht, deshalb suche ich nach Annette Birkin. Sie ist bei Umbrella verantwortlich für die Verbreitung des Virus. Ich bringe sie zur Strecke. Ja, die Synchronisation war gerade sehr abgehackt von ihr. Hat man deutlich gehört, dass man das mehr, also in verschiedenen Passagen aufgenommen hat. Oh, hoch, ich bin einfach runtergesprungen. Hier kommen wir zu Annette. Nach dem, was du sagst, passt die Kanalisation gut. Schön gesagt. Oh, nee. Nach dir. Oh, danke. Ah, muss mich vielleicht wieder retten. Kanalisation ist so eine Sache. Ich weiß nicht, ob es hier Spinnen gibt. Im Original gab's sie. Auf jeden Fall. Entschuldigung. Eine echte Forscherin hier unten. Laut Einsatzzentrale führt das direkt zu Umbrellas geheimer Anlage. Komm schon, die Stadt verwaltet die Kanalisation. Wie können die eine Anlage haben, ohne dass die Behörden davon wissen? Willkommen in Amerika. Umbrella kontrolliert Raccoon City seit Jahren. Leon ist ein richtiger Träumer, ne? Er stellt sich hier die Regierung, Polizei, alles sehr, sehr organisiert vor. Ja, ja. Er lebt in seiner Traumwelt. Er wollte bestimmt schon Polizist werden, als er selber noch, keine Ahnung, 3 Jahre alt war oder so. Wenn ich groß bin, möchte ich Polizist werden. Scheiße! Was ist denn das? War das ein Erdbeben? Das will ich doch hoffen. Was ist der Tyrann? Ist der wieder da? Himmel. Da geht's nicht weiter.
Was? 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 Was zum Teufel? Gott weiß, was hier unten ist. Ja. Wenn das ist, was ich denke, dann weiß ich, was, was es ist. Oh, scheiße. Ich werde es euch aber nicht verraten. Eiskalt. Kannst du aufhören zu schubsen? Danke. Ich werde es euch aber nicht verraten. Nö, das mache ich nicht. Nö. So, verstauen. Packen die Waffen noch da. Wir haben keine Blendgranaten mehr. Scheiße. Ich weiß nicht, ob wir die noch bräuchten, brauchen, wollen. Weiß ich nicht. Auf jeden Fall, denke ich, kommt es jetzt zum Kampf. Deshalb speichern wir mal vorher. Vorher. So. Ada? Sie möchte nicht. Egal, dann gehen wir alleine. Ist das Vieh hier jetzt irgendwo, oder? Oh, schön, dass du auch endlich kommst. Pfeife. Jetzt lauert er da im Dunkeln. Na, jetzt schnappt er sich ja nur Ada. So. Morgen. So, wir gehen hier weiter. Es ist nicht zu spät umzukehren, Leon. Keine Chance, du hast mich bis zum Schluss am Hals. Mhm. Er ergaunert sich ein Date. Da ackert der Propeller. Da, nee, ich glaube, ich möchte da nicht runter, das Wasser, Ada. Jetzt war ich die ganze Zeit vorne, jetzt kannst du. Bist du sicher, das ist der richtige Weg? Leider ja. Warte da. Oh. Leon! Schnell raus da! Achso, jetzt muss ich hier weglaufen, auf die Dreckhaufen aufpassen. Boah, schon reingelaufen. Und nochmal. Boah. Ich wusste, dass er es ist. Leon. Himmel. Hilfe. Ada. Ada. Er packt mich gleich. Nein, 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 nein. Jetzt darf ich schießen. Wieder zuckt noch. Kau da dran, du übergroßer Mistkerl. Ohoho. Gar kein Problem für Special Agent Leon. Was hat er sich denn hier eingewickelt? Stacheldraht oder was? Leon, hier oben! Wo denn? Was zur Hölle war? Komm einfach hoch! Ja. Also ich habe gerade den Kampf meines Lebens geführt und du, naja. Für sie scheinbar gar kein Thema. Für die gute Äderchen. So, dann wollen wir mal. Morgen. Ich wusste, dass es das Krokodil sein wird. Sag nicht, ich hätte dich nicht gewarnt. Du sagtest, das Virus verwandelt Menschen in Monster, nicht Reptilien. Guter Punkt. Bin nur beeindruckt, dass du noch in einem Stück bist. Ja. Du hast mich vor Hunde und den Tyrannen gerettet. Ich habe einen ganzen Alligator vernichtet. Gut, also wo war ich? Genau. Im Original ist er auch da. Der Alligator. Aber hier sieht das natürlich alles viel mieser, mächtiger und Umbrella verkauft Monster schöner aus. An wen? Unser Militär? Jemand anderes? Sie verkaufen keine Monster. Sie verkaufen Viren, die Monster machen. Und Annette macht die Viren.
So fürchterlich der Alligator auch war, Annette ist viel gefährlicher. Obwohl die nicht mal mutiert ist, wa? Hier ist Safe-Raum, oder was? Also hier scheint es auf jeden Fall nichts zu geben. Jetzt das Ganze natürlich angucken, ist jetzt nichts, also kein Raum, wo ich sage, hier werden wir wahrscheinlich was Überdimensionales finden. Aber hier mal eine Schreibmaschine. Müssen wir schon wieder speichern? Nee, wir speichern noch nicht. Zweifelsohne Williams Werk. Identifizieren Sie sich. Annette Birkin. Ist das die Gesuchte? Kaum noch Zeit. Muss entsorgt werden. Wir wollen das G-Virus. Das kriegen Sie nicht. Ich warne Sie, Doktor. Ach ja? Hey! Ah. Überraschend für eine Forscherin. Leon. Kümmer dich nicht um mich. Geh. Schnapp sie, bevor sie verschwindet. Ich bin direkt vor der Einrichtung und verfolge Annette. Wenn sie es nicht hat, muss es im Nest sein. Sobald ich es habe, lasse ich mich hier rausholen. Ja, was auch immer ihr Kontaktmann... Warten Sie ruhig, Annette. Sie entkommen mir nicht. Was ihr Kontaktmann da spricht, ich verstehe es jedenfalls nicht. Schön zu sehen, dass wir jetzt die Ada haben, die man kennt. Schön in ihrem roten Kleid hier. Und das mit Leon war damals einer meiner Lieblingsszenen. Wie er hier so schön Ada rettet und angeschossen wird. Sieht echt so schön aus hier alles. So ganz anders, so richtig... Ah! Gänsehautmäßig. Ist schön, schön. Ja, ja. So. Sie hat Leon auch schon verarztet, wie ich sehe. Ja, sehr gut. Wie zieht sie? Ah, hier zieht sie nochmal. Im Original hat sie die Waffe schief gehalten. So richtig 50 Cent mäßig. Achso, ich habe jetzt einfach X gedrückt, weil ich dachte, ja, da müssen wir hoch. Ist ja ganz klar, ne? Was? EMF. Visualisa. Ja, oder sowas. EMF-Visualizer. Benutzen Sie den EMF-Visualizer, um Kabel aufzuspüren und elektronische Geräte zu hacken. L2 zielen, beim Zielen R2 halten. Hacken. Okay. Ein Gerät, das EM-Felder in Echtzeit messen und auf Wänden darstellen kann, kann bestimmte Geräte fernsteuern. Zeit für die Spezialwaffe. Jetzt spielen wir hier Watch Dogs. Ach so, läuft das. Ah, okay. Aha. Jetzt kann ich den hacken. Ah, sehr geil. Ach so. Und hier kann ich weiter. Ah. Oh, 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 oh. Zu viel Energie. Nichts leichter als das. Ey, das ist so cool. Kann vielleicht mal schneller laufen. Hey, wo ist jetzt meine Waffe? Achso, ich muss noch hacken. Ah. Hacken wir hier wieder. Oh, sind das schöne Käfer. Einer der wenigen Frauen, die jetzt nicht rumschreit, weil hier Käfer sind. Und wahrscheinlich lieber, also die, die ich kenne, würden lieber in eine Zombieherde laufen. Die, die ich kenne, würden lieber in eine Zombieherde laufen, als sich hier mit den Käfern
abzugeben. So, okay, da sitzt auf jeden Fall schon einer. Hä, wie kann ich denn meine Waffe wieder benutzen? Achso, nach oben. Ah. Da sitzt auf jeden Fall ein Dickerchen. Weiß nicht, was jetzt relevant ist, ob wir die... Jo. Jawoll. Stark, Ada. So, hier liegt was. September-Inspektion. Erste Woche. Oder eine Woche? Ja, erste Woche. Ich habe zwar bereits letzte Woche darum gebeten, aber wir brauchen unbedingt ein Ersatz-ID-Armband, damit wir in bestimmte Bereiche der Haupteinrichtung können. Anders gesagt, wir kommen nicht dorthin, wo wir hin müssen, um unsere Arbeit zu erledigen. Also sagt bitte nicht, dass wir hier eine ruhige Kugel schieben. Okay, das ID-Armband war grün markiert, also gehe ich davon aus, das spielt irgendeine Rolle. Irgendein Armband. Also nicht irgendein Armband, sondern das ID-Armband. Okay, kommen wir nicht durch. Wahrscheinlich wieder irgendwas hacken. Kann das sein? Jawohl, sage ich doch. Achso. Okay. Jetzt haben wir den Strom dahin geleitet. Weg von dem... Propeller. Hier gibt's nochmal Munition. Dann geht's hier runter. Oh. Hier brennt schon die Luft, wa? Ach da. Toll, kann ja nicht immer klappen mit dem. Auch wenn es zu schön wäre. Hier hat das wahrscheinlich sicherlich irgendwas mit dem Fahrstuhl zu tun. Sag ich doch. So, müssen wir folgen hier. Oh. Hä? Oh. Nein. Mensch. Ja, jetzt. Aber da ist schon wieder der nächste. Ja. Munition wird wieder etwas enger. Ich glaube, John Bob hier lebt noch. Ja. Ach komm, jetzt komme ich da nicht mal durch. Toll. Hätte ich ja... Hätte ich den Dicken ja nicht mal töten müssen. Okay, jetzt steht da nämlich auf. Das, ich wusste es. Was jetzt? Oh, so ein Kackgefühl, ne? Und ich weiß, ich werde hier verfolgt. Da sitzt noch einer. Ach du Scheiße. Kacke. Hallo? Ja, mal kurz weg hier. Jawohl. So. Jetzt habe ich noch eine Kugel und hoffe, dass hier keiner mehr kommt. Die hat mich aber gut gepackt eben. Echt, wo lang? Achso, ich hätte gleich hier lang gehen können. Ey, wieder hätte ich mir sparen können. Toll. Uah. Jetzt habe ich mich aber erschrocken, du. Toll, ich habe nur eine Kugel. Komm, einmal. Ja, natürlich nicht.
Warum auch? Ah, hier liegt Munition. Munition! So. Und eine Blendgranate. Ich glaube, diesmal mache ich ihn gleich kalt. So. Das müsste es jetzt gewesen sein. Dann haben wir schon den Automaten. So, gehackt. Jetzt laufen wir zurück zum Fahrstuhl. Eigentlich dürfte jetzt nichts mehr aufstehen. Wir haben so ziemlich alles weggebombt. Da ja, der leuchtet jetzt auch grün. Ist er denn hier die Dicken und so stehen gleich wieder? Was ich mir eigentlich nicht vorstellen kann. Und nicht vorstellen möchte. Deshalb schnell zum Fahrstuhl. Hoch geht's. Bob, da ist Annette. Jetzt hab ich sie. Immer gut im Weglaufen, Annette. Das muss ich ihnen lassen. Hartnäckiger Mistkerl, was? Oh, ich höre. Ist das jetzt. Nein. Alter, ich höre den Tyrann. Was mach ich falsch? Oh, oh. Oh. Was für ein Brett. Oh. Ich glaube, er macht mich tot. Habe ich irgendwas zum Heilen? Himmel. Oh, ich glaube, ich bin am Arsch, Freunde. Ich glaube, das wird der erste Tod. Aber warum geht das denn nicht auf hier? Ach, ich musste daran ziehen. Das ist ein. Oh. Das ist ein Hebel. Ich bin ja voll der Horst. Ich dachte gerade, ich habe dich ausgetrickst. Du Schweinebacke. Das kann ja was werden. Ich habe ihn gehört, aber ich dachte, so weit wird er noch nicht sein. Scheiße. Geh auf, geh auf, geh auf. Danke. So, wir werden nochmal auf ihn schießen müssen. Jawohl. Und jetzt? Wo sind die scheiß Kabel? Können wir das dahin leiten? Und wieder zum Platzen bringen? Und dann können wir hoffentlich da durch. Jawohl. Ich hätte echt gedacht, der macht uns jetzt fertig. Und wir werden das erste Mal sterben. Scheinbar konnten wir unseren Kopf nochmal aus der Schlinge ziehen. So, hier ist eine Schreibmaschine. Ja, ich würde sagen, ich speichere jetzt erstmal, mache einen Cut und dann spielen wir in der nächsten Folge weiter. Und ja. Ja. Speichern. Speichern. Alte Wasserrinne. Ja, dann danke fürs Zugucken bei Folge 9. Ich werde hier noch ein bisschen rumjaggern. Sie stöhnt hier rum. Und dann spielen wir in der nächsten Folge weiter. Okay, bis dann.